Die letzten 9 Monate habe ich meine Zellen entgiftet, mich um mein Mikrobiom gekümmert und habe meinen ganzen Körper wieder auf die Baseline gebracht, das heißt auf den Level 0. Und jetzt möchte ich darauf aufbauen und die nächsten 6 bis 12 Monate schauen, was ist in so einem optimalen Setting möglich und wie kann ich bestmöglich Kraft aufbauen und Beweglichkeit dazu gewinnen. Da ich das als Biohacker natürlich nicht einfach blind drauf losmachen will, fahren wir heute nach Zürich zum Dr. Christian Larsen. Das ist der Begründer der Spiraldynamik und schauen mal, wie mein Bewegungsapparat sich so im Alltag verhält und ob ich irgendwo Fehlstellungen habe, die ich vor so einem Experiment ganz dringend korrigieren sollte. Und jetzt sind wir hier in Zürich in seiner Praxis, um zu schauen, wie es um meine Wirbelsäule und um meine Bewegung steht, damit ich jetzt mein Muskelexperiment auch optimal starten kann. Wir wollen heute mal schauen, wie dein Bewegungssystem funktioniert, von Kopf bis Fuß. Ja, ich bin spezialisiert, Arzt, mache das seit 30 Jahren oder zum Analysieren. Wenn es ein Problem gibt, zum Beispiel Arthrose oder irgendein Muskel, Achillessehne, zu schauen, wie kann man das positiv beeinflussen. Und wenn, wie bei dir, ja jetzt keine Probleme da sind, schauen, wo gibt es Potenzial im Sinne der Prävention und im Sinne der Leistungssteigerung im Sport. Mhm. Das Spiralprinzip ist der rote Faden der menschlichen Bewegung. Und so eine Spirale kann ich eben machen, so mit diesem Handtuch jetzt gezeigt, oder? Und bei der Wirbelsäule geht das dann abwechslungsweise so links, rechts. Und das Tolle daran ist jetzt, wenn das jetzt meine Wirbelsäule ist, oder? Und ich habe jetzt hier beispielsweise ein Hohlkreuz und ich mache jetzt diese Spiralbewegung, dann korrigiert sich das. Wenn ich einen Rundrücken habe und ich mache das, dann korrigiert sich's. Und wenn ich eine Skoliose habe und ich mache es auf die andere Seite, eine Seitkrümmung, korrigiert sich. Und wenn ich hier irgendwie einen Nerv oder einen kleinen Muskel, wenn ich irgendein Problem habe und mache die natürliche Bewegung richtig, dann korrigiert sich das Problem, egal was es ist. Ausgenommen Frakturen, Unfälle und solche Geschichten. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, die verschiedenen Probleme im Körper mit der natürlichen Bewegung von Kopf bis Fuß dreidimensional in der Dynamik zu therapieren. Und das finde ich das Tolle. Was für mich interessant wäre, ich habe ja jetzt die letzten 9 Monate habe ich wirklich eine Entgiftung gemacht. Ja. Das heißt, ich habe eben gesehen, dass der Körper wieder auf den, ich sag mal, Nullzustand kommt. Und jetzt ab April wollte ich halt ein Experiment machen, wo wir wirklich aufbauen. Das heißt, da will ich 4 Monate oder 6, das sehen wir dann noch, richtig mal Gas geben, auch mit Kraftaufbau, mit Flexibilitätsaufbau, also vernünftige Kraftübungen, um zu gucken, was kann man jetzt rausholen, um wieder, ja, in so einer kurzen Zeit einfach an Maximum zu kommen. Wenn das Krafttraining richtig ausgeführt ist, hast du gleichzeitig ein Beweglichkeitstraining. Ja. Und wenn du das Beweglichkeitstraining unter Anspannung des Muskels machst, hast du gleichzeitig auch das Krafttraining. Mhm. Ja, also dass das nicht 2 verschiedene Sachen sind, sondern dass das wirklich halt wie es im menschlichen Körper ist. Ja. Und wenn du auf die Jagd gehst, oder du brauchst Kraft und Beweglichkeit gleichzeitig, nicht nacheinander. Wir kommen jetzt zur Untersuchung vom Rolf. Das erste, was ich mache, 7. Halswirbel da oben. Das Lot und lass das so fallen. Diese ganze Seite hier hat weniger Stabilität, weniger Ausdehnung, weniger Diagonale. Und wenn du jetzt lostrainierst, dann wird das ein Schwerpunkt sein, auf den wir achten. Also wir machen jetzt die dreidimensionale Vermessung der Wirbelsäule und fahre jetzt der Wirbelsäule entlang nach unten. Da sieht man gut bewegliche Wirbelsäule. Jetzt haben wir alle 3 Positionen und das Gerät hat jetzt die Haltung, mhm, und die Beweglichkeit von jeder Bandscheibe gemessen. Mhm. Am Beispiel von Rolf können wir jetzt eben sehen, wie so eine Rückenvermessung funktioniert. Und zwar hier auf dem Bildschirm sieht man die Wirbelsäulenform im Stehen, in der Vorbeuge und nach hinten. Und das müsste im Idealfall oben und unten 30 Grad sein. Das heißt 30 Grad Hohlkreuz, 30 Grad Rundrücken, das wäre perfekt. Und unten, ja, ist der Rolf perfekt und oben hat er einen leicht verstärkten Rücken. Ich zeige das nochmal hier, so an diesem Beispiel. Also das wäre jetzt eine kerzengerade Wirbelsäule. Das wären die 30 Grad oben und unten. Und bei Rolf ist jetzt so, dass es hier oben einfach etwas, ja, 8 Grad mehr ist. Und wenn wir das, jetzt kommt eine komplexe Aufschlüsselung, ja, so, dass wenn wir hier runterschauen, dann sehen wir genau, ja, wo diese 8 Grad sind. Das ist diese Tabelle.
Und dann sehen wir, dass das zwischen zweiten und vierten Brustwirbel ist. Ich zeige es nochmal hier. Also das ist die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule. Hier ist der erste, zweite, dritte, vierte. Und in diesem Stück, oder? Da macht es bei dir so. Und als Kompensation muss nachher oben wieder der Gegenbogen, oder? Und das führt zu dieser kleinen, ich sage jetzt mal Mini-Rundrücken im oberen Rundrücken und dem Knick hier nach in der Halswirbelsäule. Und wenn im Training geht es jetzt eben darum, dass du diesen Teil hier beweglich machst und dass ich beim Training wirklich diesen Teil der Wirbelsäule hier aufrichte. Also das ist eine kleine Geschichte. Aber wenn man intensiv trainiert, ja, für die nächsten, sagen wir mal, 15, 20 Jahre, für das Wohlergehen der Halswirbelsäule entscheidend. Die praktische Arbeit wird sein, oder diesen Übergang zwischen Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, das mobilisieren und das schön axial auszurichten. Und das andere, die dreidimensionale Entfaltung der linken Seite. Inklusive Schulterstabilität. Das wäre dein Programm, ja, in der Therapie. Im Training möchte ich die Asymmetrien und die Einseitigkeiten, oder die möchte ich klar erkennen, damit ich sie durch das Training nachher reduzieren und nicht verstärken kann. Und blinde Flecken sind dadurch definiert, eben, dass man es nicht weiß, und dann trainiert man halt einfach so, wie man es gewohnt ist. Ja. Jetzt meine Frage an dich, Rolf. Wie viel von dem, was ich dir jetzt erzählt habe, wusstest du? Gewusst habe ich davon einfach gar nichts bisher, aber es macht total Sinn. Während du das jetzt erklärt hast, habe ich gerade auch ja die Übung gemacht, wie wenn ich einen Butterfly machen würde. Und wenn ich mir vorstelle, da kommt Gewicht rein, würde ich genau hier das machen, was du angezeigt hast. Also ich würde wegknicken und dann ein bisschen mehr mit Körpergewicht und der kompletten, also Kraft dagegen drücken, statt wirklich nur den Arm zu führen. Ja. Und was ich eben gesagt habe, auch da habe ich gar nicht dran gedacht im Vorgespräch, weil jetzt ist mein Sohn so schwer, den schleppe ich nicht mehr. Aber immer wenn ich den auf den Schultern hatte, hatte ich halt genau am Übergang Halswirbelsäule zu Brustwirbelsäule, hatte ich dann danach die Tage auch Probleme. Von daher erklärt das gerade bei mir ganz viel, wie ich es in der Vergangenheit einfach erlebt habe. Ja. Aber es war mir in keinster Weise bewusst. Genau, und wenn zum Erlebnis das Verständnis kommt, dann hast du es in beiden Hirnhälften und dann kann man damit arbeiten. Ja, genau so sehe ich eben das Biohacking, dass man eben verstehen lernt, wie der Körper funktioniert, weil dann kann man das Wissen und das Erleben miteinander kombinieren und kann sich das immer wieder in Bewusstsein rufen, um halt da auf den richtigen Weg. Genau, und dann hat man mehr Freude an der Bewegung, mehr Leistung und es hält länger, mehr Gesundheit. Ja, ich bin super gespannt, was das Training nachher da macht, also wie ich das wegbekomme. Jetzt komme ich noch mal zu dir, dann wiederholen wir das noch mal, dann geht's ab ins Training. Gerne. Wir verstärken das ein bisschen, um den Unterschied deutlicher zu machen. Du machst ein bisschen rund hier oben, genau, und ein bisschen wieder geradeaus schauen. Jetzt sieht man den Knick schon als tiefe Hautfalte. Und wenn jetzt hier Gewicht drauf kommt, so, oder? Ich mache jetzt nur leicht, oder? Dann merkst, also du hast eine gute Muskulatur, du verkraftest das, aber man sieht das, oder? Es geht hier voll in diesen Knick rein. Mhm. Der Kopf gehört über den Körper und nicht mit diesem Knick so vor den Körper. Und das Zweite, wir gehen wieder zurück, oder? Das ist die Entfaltung der linken Seite zwischen hier und hier. Ja? Das ist der zweite Punkt. Ja? Dass das hier einfach weniger stabil ist wie auf dieser Seite. Mhm. Und das wollen wir jetzt im Training beüben. Salut Roman! Hi, komm rein! Ciao, freu mich! Geht? Komm rein! Sehr gut! Was ich gemerkt habe, war genau das, was der Christian mir erzählt hat. Also die Schwachstellen von der Halswirbelsäule zu Brustwirbelsäule. Das ist so wie, wenn ich meinen Sohn getragen habe, hatte ich dann da am nächsten Tag Probleme. Also für mich hat auf einmal alles so Sinn gemacht, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Genau, aber wie gesagt, jetzt aktuell keine Schmerzen. Ja. Training, das heißt, wie geht's mir? Mir geht's gut. Und Training ist sehr unregelmäßig im Moment. Also ich trainiere regelmäßig, aber ich habe jetzt nicht einen Trainingsplan, der fix da ist, sondern den will ich ja jetzt für mein Experiment neu aufbauen. Und dann halt schauen, was ich rausholen kann. Mir ist jetzt halt wichtig, dass ich richtig trainiere. Weil ich habe jetzt so ein paar funktionale Übungen, die ich halt selber teilweise aus dem Internet habe, teilweise haben mir die Kollegen gezeigt und empfohlen. Aber ich brauche jetzt mal ein rundes Konzept. Und vor allem will ich gegen die Fehlstellungen jetzt antrainieren natürlich. Gibt es ein Ziel, das du verfolgst?
Mein Ziel ist jetzt wirklich zu schauen, was ist in 6 Monaten drin. Also wir wollen 6 Monate, will ich halt wissenschaftlich begleitet, will ich gucken, wenn ich jetzt vom Level 0 starte, wie kann ich mit einem perfekten Setting, also mit Leuten wie dir, die mir helfen, mit dem richtigen Training, mit der richtigen Disziplin, mit der richtigen Ernährung, was kann ich da rausholen aus dem Körper? Kriegen wir hin? Das packen wir. Ja, sehr gut. Passt. Sehr gut. Wir beginnen mal mit dem einfachen Analysieren, wie stehst du da? Und du darfst dich mal zum Spiegel drehen. Wir beginnen eigentlich immer von unten nach oben, weil wir wollen wissen, wie ist das Fundament? Und alles, was unten schon schlecht ist, wird nach oben sicher nicht besser. Dein Oberkörper von der Muskelmasse her ist viel besser trainiert als deine Beine. Stell dir vor, du machst irgendeine Gewichtsübung mit viel Gewicht. Ja, haut alles aufs Gelenk. Haut alles voll aufs Gelenk. Und nicht jetzt spürbar, weil es tut vielleicht noch nicht so weh, aber in 15 Jahren, wenn du so weiter trainierst, dann hast du wirklich ein Knieproblem. Also bei deinem Rücken sieht man ja, oder das hat der Christian schon gesagt, so ein bisschen der Knick hier oben. Haut hat sich schon verändert, weil wenn du den Kopf ein bisschen nach hinten legst, dann gibt es hier schon eine Falte. Also das ist schon ein bisschen im System drin, dass das immer wieder so belastet wird. Und hier unten sieht man eigentlich so das Festhalten deines Rückens. Die Rückenmuskulatur, die hat immer Spannung. Also um das jetzt mal zusammenfassen, sehen wir ganz schön. Wir haben die Beinachse, die wir koordinieren wollen, das Becken, der Rücken und die Schulter. Und das ist für mich am Anfang fast das Wichtigste, dass du lernst, super gut dazustehen und eigentlich in deinen Achsen schön aufgestellt. Und dann passt es zum Stehen. Perfekt. Da sind wir auch schon wieder zurück in meinem Studio. Und der ganze Ansatz der Spiraldynamik und deren Credo therapieren statt operieren hat mir unheimlich gut gefallen. Das heißt, für mich haben sich heute wieder ganz, ganz viele Puzzlestücke zusammengefügt und ich habe gesehen, wie dieses Konzept der Spiraldynamik und die Nachahmung oder das Verständnis, das ist ja das, was wir im Biohacking haben wollen, das Verständnis unseres Körpers, unserer Biologie und dann diese Überleitung in die Bewegungen des Alltags, wie die einfach Sinn machen und wie wir dort auch Sachen, die wir schon kennen, wie zum Beispiel das Video aus der Biokinematik, einfach wiederfinden und in diesen Ansatz und in diese Prinzipien einordnen können. Für mich selber war es auch total interessant zu sehen, dass die Spiraldynamik sich in 2 verschiedene Richtungen bewegt. Einmal diese medizinische Richtung. Da gehst du hin, wenn du akut Probleme hast, Schmerzen, ja, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und einmal der Bereich Move, wo es darum geht, proaktiv was für seine Gesundheit zu tun. Und genau das war ja meine Motivation, heute vor dem Experiment, wo ich wirklich maximal Kraft aufbauen will und Beweglichkeit, zu schauen, was können wir für unseren Körper proaktiv tun, damit ich nicht falsche Muster noch weiter bestätige. Und wie ich schon in der Videoanalyse mit Christian gesehen habe, hat sich bei mir tatsächlich herausgestellt, dass ich A im Bereich der Hüfte, im Bereich der Beine und auch im Bereich der oberen Schulter, dass ich dort eben Fehlstellungen mein Leben lang antrainiert habe. Und jetzt geht es darum, die eben die nächsten paar Wochen wieder wegzubekommen. Das heißt erstmal ohne Gewichte einfach wieder den Körper in eine natürliche Bewegung zu bekommen, damit ich dann optimal darauf aufbauen kann. Ich habe jetzt sehr viele Hausaufgaben mitbekommen und obwohl wir nur still standen und einfach meine Stehposition optimiert haben, hat sich das unheimlich anstrengend angefühlt. Wir haben abgemacht, dass wir in 2 Wochen wieder beim Roman sind, um zu gucken, ob dort alles stimmt. Und wenn das passt, dann können wir auch mit den Gewichten anfangen. Ich bin jetzt super aufgeregt, ob ich jetzt Muskelkater kriege, einfach von dem bisschen verändert stehen. Und ja, freue mich zu sehen, was das nachher mit meinem Körper macht. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert es wie immer in dem Video. Und wenn ihr auch Erfahrungen mit der Spiraldynamik habt, würde mich total interessieren, wie da eure Erfahrung ist. Sonst sage ich, bis bald, euer Rolf.